Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren. Berichterstattung übernimmt der Kollege Eckert. Wir haben hier rein formal 7 Minuten 30 reingeschrieben. Wenn es kürzer geht, ist es auch in Ordnung, sagt der Günther Rudolph, und da sind wir wie so oft einer Meinung. Bitte schön, Kollege Eckert, Sie haben das Wort. Das ist super, Herr Präsident. So lange wollte ich aber gar nicht Bericht erstatten. Ich kann Ihnen sagen, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Und diese Beschlussfassung erfolgte einstimmig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Eckert. Jetzt darf ich das Wort erteilen dem Kollegen Kasseckert für die Fraktion der CDU. Also, wie sieht es aus? Lass doch den Heiko Kasseckert für alle sprechen. Gut, dann fangen wir mal mit dem Heiko Kasseckert an. Und dann schauen wir weiter. Herr Kollege Kasseckert. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, in der Tat, der Berichterstatter hat es ja schon dargestellt, es war ein einstimmiger Beschluss im Ausschuss. Wir schreiben hier ein Gesetz fort, das sich bewährt hat, auch wenn das noch keine Anwendung in der großen Fläche erzielt hat. Aber wer sich die Beispiele anschaut, ich habe das gemacht, ich habe mir das in Gießen angeschaut, der wird sehen, dass es ein vernünftiges, ein gutes, ein hilfreiches Instrument ist, dort, wo Innenstädte eben in den Teilen, in ihren Quartieren leergelaufen sind. Und wir haben das an anderer Stelle ja auch schon diskutiert. Das wird uns in den nächsten Monaten ebenfalls noch weiterhin beschäftigen. Da ist es ein vernünftiges, ein gutes Instrument. Und deshalb ist es richtig, dass wir es fortsetzen. Wir haben es bis zum 31.12. diesen Jahres ja ohnehin kurzfristig schon verlängert. Und wir wollen es bis zum Jahr 2027 um weitere 6 Jahre verlängern. Das hat auch die Anhörung ergeben bei allen, die das bisher angewendet haben, bei allen Beteiligten. Wir haben 2 Änderungen auch aus der Anhörung mit übernommen, 2 Verbesserungen. Zum einen, dass die Ablehnungsquote von 25 auf diese 33% erhoben wird, sodass eben besser umsetzbar die Ideen auch sind und dass wir ermöglichen, den jeweiligen Quartieren in ihren Kalkulationen auch eine Reserve aufzunehmen. Das heißt, dort, wo sich im Laufe des Prozesses Mehrkosten ergeben, können die über diese entsprechende Abgabe, über die Reserve, die vorzuhalten ist, auch finanziert werden. Von daher in der gebotenen Kürze, das ist ein gutes Instrument. Es hat sich bewährt. Wir würden uns wünschen, dass es noch mehr in der Fläche eingesetzt wird. Ich fürchte fast, dass es notwendig werden wird, dass wir Innenstädte in den nächsten Monaten auch stärken. Und dafür ist das eine gute Möglichkeit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ganz großartig. 1 Minute 30. Das ist sehr erfreulich. Ich gehe davon aus, dass die, die mir Zettel gegeben haben, auch gerne reden möchten. Wenn nicht, sollten sie signalisieren. Dann wäre das nämlich als Nächster der Kollege Knut John für die Fraktion der Sozialdemokraten. Kollege John, Sie haben das Wort. Ich mache es kurz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist ein Gesetz, das regelt im Grunde genommen die Eigeninitiative von denen, die sich in dem Quartier, in dem sie sich befinden, berufen fühlen, eine Stärkung ihrer innerstädtischen Geschäftsquartiere zu bewirken. Eigeninitiative deswegen, weil sie müssen es selber finanzieren und sie müssen es auch selber organisieren. Es ist kein großer Wurf, das Gesetz, aber es muss am Leben gehalten werden, gar keine Frage. Aber Herr Kasseckert hat es gesagt, es kommt auf uns zu, es ist nicht zu befürchten, sondern es kommt auf uns zu, dass die Stadtquartiere veröden, dass unsere Städte, und wir haben ja 191 Städte, veröden. Und da werden Sie sicherlich sagen, ja, ich weiß schon, was Herr Minister sagt, wir haben ja auch ein Programm aufgelegt, 40 Millionen Euro bis 2023. Das sind etwas über 200.000 Euro pro Stadt, damit kann man nicht viel machen. Und Sie werden auch sagen, ja, wir haben auch ein Bündnis einberufen, Bündnis für die Innenstädte. Auch das wird nicht der große Wurf sein. Innenstadt, genau, danke. Wenn wir, vielen Dank für die Korrektur. Wenn wir unsere Städte betrachten, und dann muss man mal in den HDE reinlesen, dann sagt der HDE, der hat eine kurze Befragung gemacht in KW1, es werden etwa 23% derer, die heute
ihre Läden betreiben, im ersten Halbjahr nicht mehr oder im ersten Halbjahr aufgeben. Im zweiten Halbjahr sollen es angeblich laut der Befragung 28% sein. Meine Damen und Herren, das ist dramatisch. Und da müssen wir etwas gegen tun. Und da reicht es nicht, wenn wir dort rumstochern, sondern wir brauchen den großen Wurf. Viele werden sagen, ja, die Online-Händler haben es getan. Ja, die haben das Geschäft mitgenommen, und sie machen es perfekt. Sie machen es absolut perfekt, das muss man sagen. Das sind Dienstleister, die wissen, was Dienstleistung heißt. Und wir müssen uns da keine Illusionen hergeben, das wird sich nicht mehr ändern. Das machen die verdammt gut. Das ist nicht nur Amazon, das sind auch andere, die Großen, die draufgesprungen sind. Das ist Aldi, das ist Zooplus und viele, viele andere, die es einfach perfekt machen. Und deswegen müssen wir uns etwas einfallen lassen, wie wir die Städte neu inszenieren. Und da werden auch Sonntagsöffnungen nicht helfen. Danke. Die werden nicht helfen. Nicht. Nicht helfen. Nein, wir brauchen neue Ideen. Städtebauförderung. Wollt ihr weiter diskutieren? Dann warte ich, bis ihr fertig seid. Dann dauert es noch länger. Städtebauförderung ist das Herzstück integrierter Stadtentwicklung. Und dazu müssen wir uns durchringen. Und wenn ich auf die Städte schaue, ich habe ja gesagt, es sind 191 Städte, die meisten liegen übrigens im ländlichen Raum, dann braucht es den großen Wurf. Und meine Forderung, die ich immer wieder sage, Bildungseinrichtungen und Behörden gehören aufs Land, damit wir diese Städte wiederbeleben. Denn dann, wenn dort Menschen hinkommen, dann sind auch die Privaten in der Lage zu investieren, weil sie Licht am Ende des Horizonts sehen. In dem Sinne brauchen wir lebendige Zentren, die müssen wir entwickeln. Wir brauchen eine Stadt, die lebt. Wir brauchen Menschen, die sagen, meine Stadt lebt. Lassen Sie uns gemeinsam was tun. Wir sind dabei. Danke schön. Danke schön, Herr Abg. John. Nächster Redner ist der Abg. Dr. Naas für die Fraktion Freie Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir beschäftigen uns heute mit dem sogenannten Inge-Gesetz, das Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren, wie es ausgeschrieben heißt. Ich will es an dieser Stelle kurz machen. Wir werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. Aber ich will deutlich machen, dass es sich eigentlich um einen Ladenhüter handelt. Denn dieses Gesetz wird jetzt zum dritten Mal verlängert. Es stammt vom 2005. Es sieht zwei Änderungen vor, die sind gut und richtig, das kann man so machen. Aber wenn man mal so guckt, wer die letzten 15 Jahre dieses Gesetz angewandt hat, dann ist das relativ dürftig, weil das sind nur 5 Städte gewesen. Ich will sie Ihnen jetzt gar nicht aufzählen. Es ist und bleibt ein Ladenhüter. Und wenn man es positiv wenden will, kann man sagen, ja, das Inge-Gesetz kann ein Baustein sein für die Attraktivierung der Innenstädte. Das ist eine Möglichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Was aber bleibt, und deswegen möchte ich doch noch einmal 2 Minuten darauf verwenden, das ist der Kampf um die Innenstädte, den wir nach Corona führen müssen und den wir ganz anders führen müssen, weil wir ganz dramatische Veränderungen in den Innenstädten haben. Und ich will es an dieser Stelle sagen, die Innenstadt, so wie wir sie kennen, ist eine kulturelle Errungenschaft. Das ist eine kulturelle Leistung. Sie ist im Mittelalter entstanden. Das ist etwas ganz Besonderes. Etwas Mitteleuropäisches, kann man sagen. Andere haben das natürlich auch. Aber es gibt auch Länder, die eine andere Form von Innenstadt haben. Und ich glaube, dass es etwas Besonderes ist, was wir auch bewahren sollten. So, und es ist die Frage, ob da sozusagen das Innengesetz reicht. Und es ist auch die Frage, ob dann das Bündnis für die Innenstadt reicht. Und da würde ich sagen, nein, das reicht nicht. Es reicht nicht, 40 Millionen € auszuloben, wie es der Minister gemacht hat, und einmal die Küche zu kehren, alle Förderprogramme zusammenzuwürfeln und zu sagen, wir machen doch schon so viel. Wir bräuchten uns darüber gar nicht unterhalten, wenn die hessischen Kommunen richtig ausgestattet wären. Dann bräuchten wir das alles nicht. Aber es sind sie nicht. Und deswegen müssen wir für die 400 hessischen Kommunen an dieser Stelle kämpfen und müssen sagen, nein, es ist mit 40 Millionen € nicht getan, sondern es braucht mehr. Und deswegen haben wir dazu Haushaltsanträge gestellt. Wir haben 60 Millionen € gefordert. Ich will es an dieser Stelle kurz machen. Ich könnte jetzt sehr viel zu den Inhalten sagen. Aber ich will den Minister, er hört mir gerade zu, ich will den Minister noch einmal an eine Sache erinnern. Sie haben dieses Bündnis gegründet. Sie haben sich zweimal zu Workshops getroffen, und dann haben Sie einen schönen Pressetermin gemacht.
Aber das ist zu wenig. Sie müssen weitermachen an dieser Stelle. Sie dürfen es nicht auf die lange Bank schieben. Und Sie müssen vor allem mit weiteren Terminen mal um die Ecke kommen, denn die gibt es bis heute nicht. Und das fordern zu Recht auch die Beteiligten am Bündnis für die Innenstadt ein. Da gibt es eine Menge zu tun. Wir begleiten diesen Prozess kritisch, aber konstruktiv. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge. Aber das, was bisher an Vorschlägen gekommen ist, ist viel zu wenig. Ein Projekt Innenstädte Plus oder Ab in die Mitte Plus wird am Ende nicht reichen. Da braucht es mehr bei den gewaltigen Umbrüchen, die wir haben. Das Wichtigste aber, und das sage ich an dieser Stelle zum Schluss, ist die Öffnungsperspektive, weil die Unternehmen wollen irgendwann mal wieder öffnen und arbeiten. Alles andere wird ihnen nicht helfen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Nächster Redner ist der Abg. Lichert für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Ja, auch ich möchte es natürlich kurz machen und in der Tat bei einem Gesetzentwurf der Landesregierung, der von allen Fraktionen Zustimmung erntet, da muss man auch, glaube ich, keine Tiefenbohrung draus machen. Aber warum lohnt es sich trotzdem, darüber zu sprechen? Und ich glaube, es ist auch klar, dass wahrscheinlich kaum ein Thema so viele Facetten betrifft wie eben die Situation in den Innenstädten. Das fängt natürlich beim Einzelhandel und den Arbeitnehmern an, hängt aber längst nicht, hält das nicht nur bei Sozialem sich auf. Es geht weit über Verkehrspolitik und nicht zuletzt auch innere Sicherheit ist tangiert. Darin sind wir uns wahrscheinlich weitgehend einig. Aber glücklicherweise gibt es auch noch ein bisschen Dissens, der übrig ist. Problemlagen der Innenstädte sind auch nicht neu, ist hier bereits ebenfalls gesagt worden. Inge I im Jahre 2005 beschlossen. Damals war der Druck durch E-Commerce und Onlinehandel natürlich um Größenordnungen geringer als heute. Aber ich glaube, ich sage nicht zu viel, auch damals war innerstädtischer Einzelhandel keine reine Idylle. Ich erinnere daran, dass damals schon der Gegensatz zwischen Gewerbe- und Einzelhandelsansiedlungen auf der grünen Wiese versus der innerstädtischen Lage ein Konfliktthema war. So, seitdem sind die Probleme natürlich noch deutlich größer geworden. Und jetzt haben wir natürlich noch Corona mit dem Rasenmäher-Lockdown, wo es eigentlich eines Skalpells bedürfte. Inge allein wird die Innenstädte nicht retten. Aber es kann einen Beitrag leisten und alles, wirklich alles, was heutzutage einen konstruktiven Beitrag leisten kann, das ist aus Sicht der AfD-Fraktion unterstützenswert. Im vorangegangenen Top zum hessischen Vergaberecht haben wir ja gerade einmal gesehen, wie es nicht geht. Überregulierung ist kontraproduktiv. Die Interventionsspirale ist es auch. Und eben weil die Probleme der Innenstädte alles andere als neu sind, gibt es ja auch schon die vielfältigen Fördermaßnahmen. Ich werde gar nicht den Versuch unternehmen, sie alle aufzuzählen. Aber sie kranken doch alle am gleichen Problem. Entweder müssen die Kommunen eigene Ressourcen aufbauen bzw. abstellen, oder sie brauchen wieder externe Beratung, die natürlich dann auch wieder in irgendeiner Form aus Landesmitteln bezuschusst werden muss, weil sonst alles ganz schlimm wird. Das ist ein toller Spielplatz für Bürokraten und Technokraten. Aber in den Kommunen, in den Innenstädten, bei den Bürgern kommt dadurch viel zu wenig an. Und es ist ebenfalls klar, da werden wir uns sicherlich einig werden, es gibt eben keine monokausalen Lösungsansätze. Es gibt nicht den einen gordischen Knoten, der zu durchschlagen wäre. Und wenn es so wäre, dann hätte dieser gordische Knoten hier im Hessischen Landtag nichts verloren. Denn es geht um einen konkreten Maßnahmenmix. Und wer kann denn nur bewerten, was zu diesem konkreten Maßnahmenmix dazugehört? Natürlich die Kommunen selbst. Und genau wegen dieses Spannungsfeldes zwischen Unterstützung seitens des Landes und der kommunalen Gestaltungshoheit vor Ort, genau wegen dieses Spannungsfeldes ist Inge vielleicht sogar richtungsweisend. Denn Inge verbreitert die Klaviatur der Kommunen und schafft neue Möglichkeiten für lokale Akteure. Das ist gelebte Subsidiarität, und das finden wir gut. Es gab aber auch Änderungswünsche. Unter den Anzuhörenden wurde häufig genannt, man möge doch bitte die Befristung aufheben.
Gleichzeitig wurde gelobt, und das heißt hier auch schon genannt worden, dass das Ablehnungsquorum von 25% auf 33% erhöht wurde. Meine Damen und Herren, nur die Befristung sorgt aber dafür, dass tatsächlich auch diese Revision des ursprünglichen Gesetzes erfolgt. Seien wir doch einmal ehrlich, wenn die Befristung nicht uns jetzt zum Handeln gezwungen hätte, dann hätte es auch diese Verbesserung in dem Gesetz nicht gegeben. Insofern lehnen wir auch eine Aufhebung der Befristung ab. Wir brauchen diese regelmäßige Überprüfung, um den Rechts- und Regulierungsrahmen stetig besser zu machen. Und das ist die wichtigste Aufgabe dieses Parlaments. Kein operatives Kein-Kein, keine Einmischung in die Belange der Kommunen, sondern Rahmensetzung und jetzt kommt angemessene Finanzausstattung, damit dieser Rahmen überhaupt ausgefüllt werden kann. Und da, auch das haben wir heute schon zur Genüge gehört, da hat Hessen noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Markus Hofmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, danke für die Aufmerksamkeit noch kurz vor Schluss. Wir reden über ein Gesetz, das 2005 in Kraft getreten ist, seitdem zweimal verlängert wurde und von vielen als zielführend bezeichnet wird. Und wir haben auch die Anhörungsunterlagen angesehen, und das hat auch das gleiche Ergebnis gebracht. Das Ergebnis, das Gesetz zur Stärkung der innerstädtischen Geschäftsquartiere, bietet Hauseigentümern und Einzelhändlern die Grundlage, in sogenannten Innovationsbereichen sich selbst zu organisieren und in eigener Finanzverantwortung Maßnahmen zur Verbesserung der Einzelhandelslage durchzuführen. Die Stadtquartiere werden durch diese engagierten Gruppen und Initiativen, die sich entweder zu diesem Zweck gebildet haben oder eben auch schon auf vorhandene Strukturen aufbauen, wie dem eines Gewerbevereins, deutlich aufgewertet. Und dafür erstmal ein Dankeschön an alle engagierten Menschen, die sich in der Vergangenheit damit beschäftigt haben, ihren Bereich quasi vor der Haustüre aufzuwerten und im Zusammenspiel mit der Kommune Stadtentwicklungsmaßnahmen umzusetzen. Und Herr Dr. Naas, es sind nicht fünf Städte. Das passiert z.B. in Bad Karlshafen, Bad Salzschlirf, Bebra, Frankfurt-Höß, Königstein im Taunus, Fulda, Schlüchtern, Limburg, Stadtallendorf, um nur einige zu nennen. Und die Veränderungen im Gesetz im Bereich des Quorums werden von den Anzuhörern überwiegend als richtig und als nötig beschrieben. So, das Gesetz soll dazu beitragen, dass sich die Menschen in den Quartieren besser und auch sich wohlfühlen. Die Verbesserung der Situation im Quartier sorgt auch für eine höhere Identifikation mit dem Quartier. Natürlich ist das Gesetz nicht die Lösung aller Probleme, die uns in den Innenstädten begegnen, aber es ist ein Baustein innerhalb eines Werkzeugkastens von Instrumenten der Innenstadtförderung. Dazu gehört auch eben das neue Bündnis für die Innenstadt, das mit den Beteiligten, muss ich nicht alle aufzählen, erarbeitet wird. Und allein dafür stehen 40 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist nicht viel, aber es ist auch wieder ein Teil. Es ist ein Baustein eines Baukastens von Werkzeugen. Innenstädte sollen wieder Lieblingsorte werden. Das sagte kürzlich die Vizepräsidentin des Hessischen Industrie- und Handelskammertages, Kerstin Schroder-Steinmüller. Und dem kann ich mich nur anschließen. Und dazu trägt auch das neue Gesetz mit der netten Bezeichnung Inge, für deren Verlängerung ich hier werbe, bei. Ich bitte um Ihre Unterstützung. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmann. Ich sehe außer jetzt dem Minister keine weiteren Wortmeldungen. Dann darf ich Herrn Staatsminister Al-Wazir bitten für die Landesregierung. Okay. Alles gut. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Über die fraktionsübergreifende Zustimmung zu dem Gesetz freue ich mich. Auch die weitgehende Zustimmung der Verbände, der Kommunen und sonstige betroffene Akteure, über die freue ich mich auch. Das hat etwas damit zu tun, dass alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die
hessischen Innenstädte zu stärken. Das Bündnis für die Innenstadt ist schon angesprochen worden. Wir machen hier ein Potpourri von unterschiedlichsten Maßnahmen. Und Inge, mehr soll es auch gar nicht sein, ist ein Baustein davon, aber kein unwichtiger. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen. Unsere Innenstädte sind unter Druck. Aber, Herr Dr. Naas, sagen Sie, sind halt heute anders als die mittelalterliche Innenstadt. Die mittelalterliche Innenstadt war ein Mix aus Gewerbe, aus Handel und aus Wohnen. Und vielleicht muss man da wieder genau hin, wenn man am Ende des Tages eine Lösung für die Innenstädte will. Und ich will das ausdrücklich sagen. Ich bin sicher, dass die Innenstädte nicht das Schicksal der Videotheken teilen wird, sondern die Innenstadt hat eine Funktion, die weit über sozusagen die Versorgung von dessen, was man irgendwo bestellen kann, hinausgeht. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass das am Ende auch klappen wird. Aber Sie haben völlig recht. Wir haben eine riesige Aufgabe, die vor uns liegt. Dieses Gesetz ist ein kleiner Baustein davon. Wir machen es jetzt ein bisschen besser. Wir machen es ein bisschen leichter gängig. Und ich hoffe, dass es dann auch mehr Kommunen ermöglicht, dort mitzumachen. Mehr will ich gar nicht sagen. Vielen herzlichen Dank. Gutes Gelingen, gutes Gesetz. Merci. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Ja, dann sind wir am Ende der Beratungen zum Tagesordnungspunkt 9. Alles Weitere dann im Abstimmungsblock.